Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. Und heute begrüße ich euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Wir sind immer noch in der Kanalisation und falls ihr euch wundert, warum ich wieder hier bin, ja, ich habe irgendwie außerhalb von dieser Kanalisation, also wird draußen auf der Weltkarte gespeichert. Warum auch immer, ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls kommen wir jetzt wieder erstmal in die Funktion des Mannerings. Und gucken wir mal, wo wir weiter hingehen müssen. Weil wir konnten ja schon ein bisschen weiterkommen. Wir haben ja hier diese Brücke, glaube ich, aufgestellt. Aber irgendwie war ja da nichts, wenn ich mich nicht irre. Deswegen gucken wir noch mal, was es hier so gibt. Ich glaube, hier war das, ne? Ja. Ach ja, ich bin rausgegangen, weil ich hier nicht speichern konnte. Okay. So, da bei der Brücke sind wir gegangen, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben wir dieses neue Gebiet da gefunden. Wenn ich mich nicht irre. Anscheinend tue ich mich irren. Na gut, wo sind wir nochmal hingegangen? Schon wieder eine Woche her, ne? Nur mit der Liste. Ich bin nicht dumm. Wie sah ich hier so mit dem Ding jetzt aus? Können die alle noch was Neues lernen, oder? Weiß ich gar nicht. Galt! Okay. Sprungabbruch. Machen wir einfach irgendwie sowas. Ja, gucken wir mal, wo ich als nächstes hin muss. Das Loch habe ich, glaube ich, schon erkundet. Hier waren wir. Glaube ich, neu. Da war eine Truhe, genau. Nur da unten ging es, glaube ich, auch nicht weiter. Wo müssen wir hin? Schwierig, schwierig. Oh, da ist ein Loch. Okay. War ich ja schon? Okay. Anscheinend schon. Dann frage ich mich echt, wo ich jetzt lang muss. Machen wir darüber irgendwo? Ja, klar. Sehr schön. Mein Gott, das ist überhaupt nicht sprich versteckt gewesen. Ey. Na, was geht? Lichtkarte. Ach, eine Waffe für China, glaube ich. Jo. Ja, und ich freue mich immer, wenn ich Symphonie aufnehme. Ja, ich habe komplett. Kann schon verstehen, warum einige immer dieses Spiel weiterempfehlen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, jemanden sehen, der irgendwas anderes zockt, ein Let's Play oder so. Bei mir, glaube ich, auch so. Ich habe jetzt so gezockt und so, dann wurde mir direkt Symphonia empfohlen, was ich vorher noch nie gespielt habe. Kann ich schon verstehen. Aber für mich strömt dieses Spiel ja so was von Oldschool Flair aus. Genau so was, was ich brauche. Was ist los? Ich fühle Gefahr. Wir haben euch erwartet, Reisende von Silverond. Der Patriarch hat uns Strafbilderungen versprochen, wenn wir uns um euch kümmern. Wir haben nichts gegen euch persönlich, aber wir müssen euch leider töten. So ein Dreck. Das passt mir jetzt halt gar nicht in den Kram. Tu mal einfach mal hier. Ja, wie war nochmal? Hier, so. Machen wir das. Aber ich werde ja nicht gelassen. Ah. Fähigkeit halten. Zeit-Tempest, jawohl. Nein, das wollte ich nicht. Aber da gewinne ich überhaupt die ganze Zeit. Angel Feathers Judgment. Welch mal nie zu kommen. Ah. Ach ja, diesen Drehang habe ich auf der 2, wenn ich mich irre. Verdammt. Warum steuere ich überhaupt die noch? Also war verreckt. Ja, voll überhaupt nicht viel AP. Ja, finde ich auch. Ah! Und da ist am Boden. Nicht bewegen. Wenn ihr euch bewegt, wird der Auserwählte sterben. Verstanden? Hey. Glaubt ihr etwa, ihr könnt den Auserwählten etwas antun und damit durchkommen? Wer die Vernichtung der Welt plant, kann nicht länger der Auserwählte sein. Oh, hey, Lloyd.
Wenn du mich hier im Stich lässt, werde ich zurückkommen und dich heimsuchen, das schwöre ich. Ich habe gerade das dringende Bedürfnis verspürt, dich im Stich zu lassen. Hui. Wo ist er? Du. Ah, Rückzug. Verdammt, diese Typen sind einfach zu stark. Sieht aus, als wäre es vorbei. Glücklicherweise sind alle okay. Okay. Warum hat... Dingens, Presea. Warum ist sie auf wie losgegangen einfach so? Passt irgendwie nicht zu ihr. Was? Oh nee, nicht. Oh nein, nicht so ein Dreck. Aha, ich habe schlechte Erinnerungen. 2800. Okay. Halt, warte. Mein Gott, wie mache ich das nochmal? Hier. Du sollst vielleicht hier irgendwie Zauber einsetzen, ne? Was ist denn noch hier alles? Ich hoffe, jetzt nur gegen Magie anfällig. War doch, ne? Gewesen, setzt sie direkt ein. Nein, nicht auf mich, Mann. Wer? Lloyd? Okay. Gut so. Keine TP, willst du mich auf den Arm nehmen? Na toll, das hat es vollgebracht. Mein Gott, wie kämpft denn der? Ja, kann ich flüchten? Oder werde ich wahrscheinlich Dingens, ne? Wir flüchten auch mal einfach. Mal danach direkt wieder öffnen. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Genis, du hast aufgeholt mich. Weiß ich nicht. Presser ja vielleicht bringt. Verdammt. Rain hat auch nicht mehr viel. Ja, tun wir mal hier. Warte mal, warte mal so. So. Fireball, Stone Blast. Force Field, Ice Tornado. Da wird schon klappen irgendwie. Was? Hat die sich umgedreht? So. Du kannst mal irgendwas einsetzen. Ich weiß, hat die wieder. Ist die wieder nicht analysiert, ey. Okay, geh mal lieber weg mit den allen. Ja, schön angreifen, Dennis. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen wird. Leck mich. Immer draufhauen, Dennis. Immer draufhauen. Und du auch, Zellos. Ich glaube, Rain kann irgendwie nicht Angriffszauber einsetzen, oder? Sehr schön. Aber ja, immer schon angreifen, Leute. Das ist, glaube ich, der stärkste Angriff, ne? Oh, Rain, deine TP. Oh, Gen ist deine TP. Hey.
Einfach schön draufhauen, einfach schön draufhauen. Nein, nicht so. Oha. Das ist ja vollgebracht. Haha. Halt doch mal. Da kann man überhaupt mal spotten. Oh, so nicht. Feuerball, bitte. Nicht First Aid, Mann. So, hier. Yeah. Sollte wirklich mehr von den Einsätzen hier. Sag mal, Eistornado. Ja. Sehr schön. Nein, nicht sehr gut. Warum hast du Lightning eingesetzt? Ich habe gesagt, Dinge sollst du einsetzen. Ja, komm, das wird wahrscheinlich voll der TP-Verbrauch, Verschwendung sein, aber egal. So. Thunderblade! Teilung, okay. Und Elixier. Was ist Teilung? Was ist Elixier? Ach so, so ein Ding. Mal alles noch für ein Elixier, ey. Da prüfen wir mal. Okay, funktioniert wieder normal. Warum sollte ich... Warum wollte ich denn, dass er normal ist? Ach, wir kommen hier raus. Wir haben es endlich in die Stadt geschafft. Ja, jetzt können wir meine Freunde treffen. Wo sind denn deine Freunde? Im Forschungsinstitut für Elementarkräfte. Dort habe ich das Beschwören gelernt. Außerdem wurde Corinne dort geboren. Okay, dann gehen wir zu diesem Institut für Elementarkräfte. Yay. So, das darf ich aber noch mal kurz hier reingehen. Abkürzen? Nein. Abkürzen, ja. Okay, das ist gut. Aber ist hier noch irgendwas? Ich bin ja noch so paranoid. Aber ich glaube, da ist auch nichts mehr, ne? Warum stellt sich eine Mana-Regen dann wieder aus? Ich meine, der stellt sich ja sowieso immer aus. So, Geld haben wir 18.000, mein Gott. Und wir bekommen wir voll wenig. Ich möchte mal ausprobieren. Kann ich mit... Ich glaube nicht, dass ich so da rausgehen kann, aber... Man kann ja mal versuchen. Schade. Ja, ich kann mich klein machen. So, wieder mit Zellos rumlaufen. Weil wir brauchen Zeugs. Hey, ich will Zeugs. Was haben wir hier? Objektladen. Könnte nicht schlecht sein. Moment. Hi, wie sieht's mit euch aus? Warum? Wie viel muss ich denn geben? Ich weiß noch nicht mal, was ich dafür bekomme, irgendwie. So, was haben wir hier alles? Magisches Auge, nehmen wir das. Dann... Akribie, was? Treffsicherheit, Verteidigung. Oh, okay. Ja, komm, eins reicht. Oh, teuer. Ja, komm, reicht. Ich muss ja irgendwie mein Geld aufteilen. Ich hätte gern so ein Gasthaus, das wäre nett. Aber wir sind alle voll im Eimer. Ah, hier, perfekt. Ja, sehr schön. Ich bin auserwählt, der kriegt nicht ein bisschen Rabatt. Wir sind sogar zwei Auserwählte, mein Gott. Na? Warum nicht? Ach, er hat gar nicht die Dingens, ne? Er hat gar nicht das hier ausgerüstet, ne? Na?
Und Nagi, mit dir auch? Warum nicht? Ja, bist du eine Frau? Nee, ne? Ja. Ja, Forschungsinstitut, wo ist das? Ich tue es mal meine Gruppe wieder umstellen, falls irgendwas passiert. Was ist los? Dann Rain. Und so, ne? Oder so. Okay. Perfekte Lamenta. So, so kriegen wir voll einfach Gegenstände. Richtig schön. Lass mich nur wissen, wo das Forschungsinstitut ist. Haben wir da nicht, glaube ich, schon mal? Okay, das ging schnell. China, du bist es. Wow, du siehst aus wie so ein klassischer Ninja. Kuchinawa, was machst du denn hier? Ich bin auf geheimer Mission. Und du? Wir haben ehrlich gesagt ein Problem. Meine Freunde und ich müssen über die Brücke. Freunde, die sind aber nicht aus Mitsuo. Sie sind aus Silverrand. Leute und ihr alle, das ist ein Freund aus Mitsuo. Er heißt Kuchinawa. China und ich sind zusammen aufgewachsen. Freut mich, euch kennenzulernen. Ganz unsererseits. Ich gehe mal mit den Leuten ins Institut, im Institut reden. Was heißt das, du bist weg? Wir sollten uns das auch anhören. Warum bleiben wir so blöd da stehen? Das ist doch Wahnsinn. Was ist denn? Hört euch das an. Wir sollen das Meer in ein Elementarboot überqueren. Einem was? Elementarboot, genannt EB. Kompaktes Transportfahrzeug von X-Wheels gesteuert. Höchstladegewicht 1400 Kilogramm. Höchstgeschwindigkeit dreimal so wie bei modernen mit X-Wheels versehenen Transportmitteln. Derzeit hauptsächlich von Frachtunternehmen für die Auslieferung verwendet. Hey, sind wir vielleicht Pakete? Das Elementarboot absorbiert Mana aus der Atmosphäre und stößt es in die Luft aus. Dadurch wird eine Gegenreaktion erzeugt, die es vorwärts treibt. Wenn wir Undine dafür verwenden, kann unser EB Wellen reiten. Wellen reiten? Gibt es denn keinen anderen Weg? Die Brücke ist gesperrt. Für einen Ozeandampfer braucht man Ausweise, aber ihr habt ja keine. Und außerdem habt ihr zwei Halbelfen dabei. Nicht, dass wir... So ist das in Tetala nun mal. Wir kommen auch fast nie aus dem Gebäude heraus. Wieso könnt ihr nicht einfach alle miteinander auskommen? Naja, was hilft das Trübsal zu blasen? Werdet ihr das modifizierte EB für uns herstellen? Wenn ihr einen Tag wartet, haben wir es fertig. Okay, dann ruhen wir uns in meiner Villa aus. Da warten doch sicher die Lakaien der Patriarchen auf uns, oder? Wir müssen die Nacht in der Stadt verbringen. Ist es auch egal, wo wir sind. Gefährlich ist es auf jeden Fall. Irgendwie nicht, wir können auch draußen irgendwie einen Tag rumlaufen. Ja, da hast du wohl recht. Meine Villa liegt im Adelsviertel, zur Rechten von Schloss Tetala. Es ist ein auffallend großes Gebäude. Wir können es also nicht verfehlen. Okay. Waren wir, glaube ich, auch schon mal drin, ne? Zuckerpüppchen, wie geht's dir? Du weißt schon, dass ich ein Halbelf bin, oder? Okay, ich krieg die ganze Zeit Mischgel, sehr schön. Mann, nur Frau. Mann. Ah. Geh weg. Na, Lady. Sehr schön. Wir kriegen echt viel Geld und viel Zeugs. Finde ich sehr schön. Hier war das nicht, ne? Ja, wir können ja hier nochmal mit ein paar Leuten sprechen. Energietabletten. Fuck ist das? Oh, cool. Ja, das könnte nützlich werden. Sieht irgendwie auffällig aus. Ein niedliches Blumenmädchen. Okay. Warte mal, genau. Wir haben jetzt Colette wieder. Wir können wieder Hunden Namen geben. Wuff. Das hier ist Chibi. Chibi, Chibi. Ja, das kenne ich. Ich weiß manchmal auch nicht, wo ich bin und wie ich da gelandet bin.
Schön, dass es auch noch jemanden gibt, der so fühlt wie ich. Wie komme ich da oben hin? So, das heißt, ich muss noch mal die ganze Stadt hier durchkämmen für Hunde, ne? Dann war keiner, ne? Ich kann noch mal hier oben nachgucken. Ich habe die Hunde ganz vergessen, ne? Spiel produktiv. Ananas-Gel. So. Alles abgeklappert habe ich ja schon so. Nach dem Koch und was weiß ich. Na? Seegras. Wasser des Lebens. So. Habe ich schon ungewollt nichts gekauft in den Läden, weil ich irgendwie im Hinterkopf bestimmt hatte, dass ich hier die ganzen Mädels ansprechen muss. So, da sollten wir vielleicht nicht hin. Ey. Da kommt ja gar keiner jetzt durch. So. Na. Granulat. Oh, das ist immer schön. Bist du eine Frau? Nö. Ha, geh weg. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge erst zur Villa. Tun irgendwie speichern. In der Mitte. Beste Frau. Wir kriegen echt gute Sachen hier. Sprechen ihn sogar als Auserwählten an. Sehr schön. So, ich hoffe wirklich nicht, da kommt noch irgendwie eine Katze oder so. Du bist niedlich. Boah, das hat jetzt so ein kleines Mädchen gesagt. Habe ich nicht schon irgendwo hier mit ein paar geredet? The fuck? Sieht aber besser gezeichnet aus als die restlichen Fotos, die wir bis jetzt mal gesehen haben. Ich hatte jetzt auch Serie nur mit schlecht gezeichneten Fotos. So, neue Waffen vielleicht noch. Schafft man alles in den unterm Hut zu kriegen, ja. So, Mr. T, verkaufen wir mal ein paar Sachen. Okay, ich habe noch alles aktuell. Oh nein, Anpassungsdingen. Oh, das hat man gehört. Glaube ich. Eieiei. Popo-Schild, dafür brauche ich schwarzes Silber. Wo kriege ich das ganze Zeug immer her? Bösenhelm ausgerüstet. Dann rüste den mal nicht aus. So, jetzt könnte ich ein Dingens herstellen, ne? Was? Hä? Ach, der hat den Eisenhelm ausgerüstet, ich wollte schon sagen. Ja. Kopf des Sturms. Ich kann voll selten nur mal irgendwelche Sachen erstellen. Wo kriege ich das schwarze Silber? Mir fehlt immer schwarzes Silber. Oh. Hallo, Schwester. So, hier ist wahrscheinlich immer noch nicht offen, ne? Mann oder Frau. Okay. Du bist eine Frau. Was heißt Leben? Sehr schön. 13 Siegen in Folge. Silberhaarige Bogenschütze. Okay. So, wo ist denn jetzt... Was suche ich überhaupt noch mal? Ich suche noch einen Hund, genau. Hier waren auf jeden Fall mehr als nur ein Hund, das weiß ich. Ach, hier gibt's Rüstungen. Super, in den nächsten Part weiter. So, Geist der Elfen. Da kaufen wir eins. Hier kaufen wir eins. Du bekommst hier so ein Dingen. Aber du kannst auch Helme ausrüsten, ne? Was? Nein. Was so? Ringelband. Du bist dann ausgerüstet. Ich hoffe, ich kaufe keinen Mist.
So. Jetzt nur wissen, was ich alles geholt habe. Oh. Was zum? Okay, das ist richtig geil. Was zum? Was für gute Sachen hier noch sind. Hätte ich viel früher gebrauchen können. Haben wir was Lapis Lazuli. Mein Gott, was zum für gute Sachen hier nur sind. Ja, hätte ich viel früher gebrauchen können, ganz ehrlich. Ah, hier noch. Ich glaube, da war's. So. Vielen Dank. Wo sah es irgendwie so aus, als würde es so aus dem Laden auslaufen. So, dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. Habe ich mit dir schon geredet? Hey. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.